Es spricht Pater Gerhard Voss, Niederalteich. Woran denken Sie, verehrte Zuschauer, bei dem Wort Kreuz? Natürlich hängt das vom Zusammenhang ab. Wenn ein Pfarrer, ein Benediktiner so fragt, dann denken Sie vermutlich zunächst an ein religiöses Symbol, an das Kreuz Jesu Christi. Aber das muss nicht sein. Das Kreuz gehört zu den Urbildern menschlicher Erfahrung. Ein Wegkreuz etwa kann eine Orientierungsmarke sein. Oder denken Sie an eine Straßenkreuzung, wo Straßen aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen und sich kreuzen. Hier ist das Kreuz etwas Verbindendes. Und so gebrauchen wir das Kreuz dann ja auch als mathematisches Zeichen für und. 2 und 2, da zeichnen wir ein Kreuz. Mit seinen 2 Balken, dem Längsbalken und dem Querbalken, hat das Kreuzzeichen 4 Enden. Oben und unten, rechts und links, sind hier miteinander verbunden. Oder auch Norden und Süden, Osten und Westen. Auf der Landkarte haben wir Längengrade und Breitengrade. Kreuze also als ein Bezugssystem, das die ganze Erde umspannt. Jeden Ort auf der Erde können wir damit genau bestimmen. Freilich, das ist ein bloß äußeres Bezugssystem. Es kann nicht verhindern, dass sich Menschen auf dieser Erde trotzdem einsam fühlen. Ortlos, orientierungslos, verloren. Wie kommt das? Nun, das kann verschiedene Gründe haben. Etwa, dass einer sich in seinem Denken, Reden und Tun immer nur um sich selbst dreht. Immer nur Mittelpunkt sein wollen, das zerstört menschliche Beziehungen. Das macht einsam und zugleich rastlos, ständig von der Angst getrieben, sich zu verlieren. Ein anderer war vielleicht durchaus bereit, sich anderen zu öffnen, auf sie zuzugehen. Aber nun drängt von allen Seiten alles so sehr auf ihn ein, dass er gar keinen Ausweg mehr sieht. O Gott, ist das ein Kreuz, mag er vielleicht sagen. Wir nennen ja auch das ein Kreuz, das wir bildlich gesprochen selbst zu tragen haben. Ein persönliches Leid, eine Last, vielleicht ein Mensch, für den wir sorgen, für den wir uns aufopfern. Hier wird deutlich, das Kreuz, das wir tragen, an das wir gleichsam festgenagelt sind, dieses Kreuz kann zum Ausdruck der Liebe werden. In den Bibeltexten, die in der katholischen Kirche an diesem Sonntag vorgelesen werden, spricht der Apostel Paulus vom Kreuz Christi. Er sagt, dieses Kreuz ist mir das Zeichen der Hoffnung, dass Leid und Tod nicht das Letzte sind, dass es vielmehr darin verborgen eine Kraft fürsorgender Liebe gibt, die auch mich trägt, die mich über den Tod hinaus bewahrt, eine Liebe, die auch mich leiden kann. Und diese Hoffnung hilft mir, zu mir zu stehen und meinen Weg zu gehen. Damit ist für Paulus aber auch das Bedürfnis, immer nur Mittelpunkt zu sein, durchkreuzt durch den Glauben an die Liebe Gottes, eine Liebe, deren Macht sich im Leiden zeigt. Paulus bezeugt, der Glaube an die Liebe Gottes hat ihn aufgerichtet. Und zwar so, dass er nun selbst sich für andere öffnen, selbst seine Hände ausbreiten kann. Er wird selbst zum Bild des Kreuzes. Freilich, der aufrechte Mensch, der liebend seine Arme ausbreitet, ist zugleich der verwundbare Mensch. Aber er ist der wahrhaft reiche Mensch. Seine Kreuzgestalt ist das Zeichen dafür, dass lieben heißt, leiden können. Nicht nur haben wollen, sondern auch leiden können. In der Kraft der erfahrenen Liebe.